Willkommen zurück, meine lieben Freunde auf YouTube. Ich bin euer Odo. Wir sind zurück in unserer Kampagne Pathfinder Kingmaker. Wir sind gerade unserer ersten Will-O-Wisp begegnet. Das wird ein fürchterlicher Kampf, das sehe ich jetzt schon. Die machen nämlich fürchterlich schrecklichen Elektrizitätsschaden, soweit ich weiß. Succeeded. Schauen wir mal. Ah, verdammt. Bleibst du hier? Ich möchte sehen, ob mir niemand zuschaut. Danke. 41 Hitpoints. Die halten nicht allzu viel aus, aber. Aber. Spell Immunity. Sind immun gegen Spells. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie auch immun gegen Magic Missiles sind. Das ist nämlich Force Damage. Das ist gleich. Probieren wir das gleich einmal aus. Ob die Magic Missiles Schaden machen hier. Außerdem sing doch bitte. Kannst du bitte. Beides machen. Hast du eigentlich auch irgendwelche Zauber, die Sinn machen? Ich versuche es mal so. Cannot hide from me. Ja, ich fürchte schon, dass sie das können. Die sind nämlich ziemlich schwer zu treffen. Das, glaube ich, bringt Lebenspunkte zurück, gell? Hey, du, wie machst du das als erstes? Au, hört's ja auf. Sind wir gerade getroffen worden oder haben wir ihn getroffen? Hey, getroffen! Irgendwas hat getroffen. Ekundayo deals 13 Damage. Brav. Lindsay, tust du auch irgendwas? Finde ich gut. So. Und jetzt mach bitte Magic Missiles drauf. Ich würde ganz gern sehen. Du machst halt. Nein, du sollst nicht. Ach, du sollst es nicht angreifen, du sollst Magic Missiles drauf machen. Das gibt's ja wohl nicht. Okay. Du siehst den nicht. Du kannst keine Magic Missiles machen. Aber den siehst du noch. Oh, der ist tot. Das war jetzt schneller vorbei, als ich dachte. Diese Kämpfe habe ich unangenehm in Erinnerung. Voller Geister. Ich will also rechts gehen. Mushrooms. Catch 'em all.
Anything else? The rotten fence is sagging. Echt jetzt? Would you look at that? Yay, mehr Geld. Inspector. In front of the ruined temple you see a ghost. An old man walking the grounds. Noticing you, he smiles and nods. Er smiled, er kennt uns halt noch nicht. Who are you? Wilbur Colton, I'm the headman of this place. You're not locals, are you? Welcome. The old man gestures around the ruins and smiles, and his smile fades. I'm dead, right? And all the rest as well. I keep forgetting. That's old age for you. Happened? Where? The old man looks around, puzzled. Ah, the village. Aye. Something bad happened here. Problem is, I can't remember a thing. Everything was going along just as it should. I was preparing for my daughter's Nita's wedding, and then all went dark. I must have passed on before the village was destroyed. Why are you a ghost? Which ghost? The old man raises his eyes, surprised, and looks at himself and sighs. Ah, right. Something won't let me rest in peace. Did I anger Erastil? No, that wasn't that. The old man's eyes widen and he snaps his fingers. It makes no sound. Ah, I remember now. It's these lights. They are the reason. They keep creeping out of the well, whispering, hissing, and ruining my sleep. Aye, it's all because of them. Wir haben nichts gegen Untote. Leave. Okay. Huch, was haben wir hier gefunden? Wolves. Okay, Amiri. Gegen die Rage, wieso nicht? Wie heißt du? Machen wir nicht Krötus, sondern Harim, genau, Krötus ist ein Gott. Mach doch mal das auf die Amiri. Was ist eigentlich das da? Rage. Du mach doch mal das auf einen von diesen komischen Wolfies. Passt. Ah, warte mal, ich habe vergessen, dass du singen kannst auch noch. Diese Wölfe sind vielleicht nicht ganz das Problem. Mach mal das auf die gute Amiri. Tja, das war das. Du drehst das ab, ihr anderen. Hallo? Skin diese Walks. What's that? Ich weiß nicht, den wir so noch gefunden haben. The village has been abandoned long ago. Na dann.
Dann ist es ja gut. Was ist das? Kiste. Vielleicht sollte ich abspeichern vorher. Applaus, please. Zu spät. Vielleicht sollte ich trotzdem speichern. Ich habe jetzt ein paar Kämpfe bestanden. Ohne grobe Probleme. Alle leben noch. Noch mehr eine Kiste. Hey, Kisten. Mehr Zeug, was ist das? Potion of Barkskin. Ah, oh, die ist gut. Die gibt nämlich Natural Armor. Ah ja, dieser Nebel ist nicht gut. Aber auch irgendwie Cold Damage oder so irgendwie. Man kann sich zwar reinschleichen irgendwie. Aber der Kampf mit. Da dahinter ist dann dieser Baum, aber das lassen wir jetzt gleich einmal sein. Das ist uns eigentlich wurscht. So wichtig ist das mit dem Baum nicht und wir kommen hier nochmal vorbei später dann. Ah, ich habe glaube ich den Brunnen gefunden. Soll ich den aufmachen oder nicht? Ich meine, ich habe ihn gerade gespeichert. You suppress a shiver as you approach the well. The air around it is thick with the smell of decay. As you try to identify the source, you suddenly catch whispers and dragged scratching noises emanating beneath the lid of the well. The rotting wood cover has been crudely hammered shut with heavy iron nails. An aura of death magic hangs about the well. The aura runs strong and deep, emanating from the bottoms of the well itself. Schaffen wir einen Will 20? Succeeded, yay! 45 XP. Das sind fast so viel wie für dieses eine Viech, für dieses Monster von einem Viech. Flurry of whispers erupts beneath the lid, and for a moment you feel faint. But you take a breath and focus, blocking out the whispers, your momentary disorientation subsides. Mama off. Aber ja. As you pry open the lid, it splinters away and a foul stain. Wir hätten uns vielleicht vorher bezaubern sollten. Feel a vicious evil presence rushing towards you. Das ist ein Ancient Will-O-Wisp. Der ist unangenehmer als der andere. Nehme ich mal an. Ich habe noch nicht diese Dinger gemacht, weil das ja war bevor ich geladen habe. Ein Schutz für Elektrizität wäre super. Protection from Evil ist vielleicht auch nicht so schlecht. Harim, ich glaube, das ist deine Aufgabe. Protection from Evil, das kannst du. Behind me. So, haben wir das Ding.
Nein, wir konnten es nicht. Ja, was soll's. Au. Wir sollten etwas weiter auseinander gehen. Au. Oh, da ist nicht eines, sondern zwei. Ist ja cool. Hätte man vielleicht nicht aufmachen sollen. Okay, wir laden neu. Das machen wir dann vielleicht das nächste Mal. Das ist alles urbrutal hier. Habe ich das letzte Mal... Wieso habe ich das letzte Mal... Wahrscheinlich, weil ich nicht genau gewusst habe, was ich tue und deswegen viel häufiger irgendwo rumgelaufen bin. Jetzt viel zielgerichteter vorgehe und Sachen links liegen lasse, die ich früher nicht liegen gelassen habe beim ersten Mal spielen. Ja, das ist mir schon aufgefallen. So, wir haben dieses Ding. Gehen wir nochmal hin. Schade. Dann halt nicht. Was haben wir da? Ein Greta Tatzelwurm. Aber wir wissen leider nicht, was es ist. Andererseits. Viel schlimmer ist das davor, kann es nicht werden. Be on guard. Ah ja, stimmt. Vielleicht sollten wir diese Sachen alle wieder reinnehmen. Du nimmst dir das. Und dann. Was kannst du sonst noch? Sonst kannst du nichts. Noch das und dum, 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 dum. Was macht das nochmal? Shield of Faith. So, du zauberst mal das. Du zauberst das auf. Du nimmst das dazu dir. Du nimmst das. Du nimmst das. Du nimmst das. So, du greifst an.
is one brave for adventure. So. Kleinere Tab dafür immer. Neben größeren. Das war schnell. Ich habe wieder vergessen zu singen, gell? Ach, verdammt. Okay, das war wiederum relativ wenig. Ability 20 Check. Der ist einfacher. Okay. Das war vielleicht keine so kluge Idee. Zumindest nicht, bevor wir abgespeichert haben. Hast du noch so Massenheilungszauber? Nein. Oh, du hast Blindness. Das hätte ich vorhin vielleicht irgendwo mal einsetzen können. Und einmal Bless. Du machst mal ein Blur. Singst und muss das auf die gute Amiri. Muss aber zwei sicherheitshalber. No strike wasted. Das muss zugeben. Sag mal, wieso singst du eigentlich nie, wenn ich dir sage, dass du singen sollst? The corpse of a beautiful girl lays in the middle of the glade. You can see the black stain of caked blood on her flowing dress. Despite the years that have passed since the girl's death, the body bears no sign of decay. Wieso weißt du, dass sie schon jahrelang tot ist, wenn es keine signs of decay zeigt? Her pale hands clutching a white lily are folded on her chest peacefully, and a wreath of fresh flowers crowns her head. There is the glint of fine jewelry on her body, a necklace, earrings and a ring on her finger. As you study the jewelry, you hear hissing voices from every direction. Fey. But despite the number of voices, you cannot see a single one. Get hands, let Anita sleep, or you will regret it. Okay. So sad and romantic. Whoever she was, someone really loved her. Yeah. Who is there? Show yourself. Flurry of giggles and a few mocking jabs, comparing you to the unfavorable end of a move are your only answers. The body bears a strong preservation enchantment that keeps decay at bay. Okay. Naja, dann taken wir die Jewelry.
ignoring the threats of the Fae, you collect the gold from the body. Das könnte problematisch werden. We'll find you. The hissing seemingly comes from the forest crown itself. You'll regret, you'll be sorry. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht sollten wir abspeichern. Wir hätten es vielleicht machen sollen, bevor wir was genommen haben. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Feenwesen. That was easy. Ja, ja, klar. Du hast das eine abgekriegt und was für eine auch noch. Und jetzt sagst du, that was easy. Ha, von wegen. Can you make an epic pose? I need inspiration. Das sind nur Schweine. Ich hoffe, das sind Dire Boars. Die sind gar nicht so schwach. Meiner Erfahrung nach. Okay, andererseits. Vielleicht auch nicht so schlimm. Okay, geschafft. Das war mal nett. Das kennen sie. So, an dieser Stelle speichern wir nochmal ab. Und wir sagen Tschüss zu unseren Zuschauern auf YouTube, kann man das sagen? Bei YouTube? Okay, bis nächstes Mal. Tschüss euch.